Okay, gut. Dann hätte ich gesagt, verziehen wir uns alle in Channel. Jeder zählt von 10 rückwärts und dann geht's los oder so. Okay. Okay. Ja, bis dann. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Dann verteilen wir uns Pause. Bis dann. Okay, ja, Gornefertz mitzählen. Hey, ihr Sahneschnitten. Es ist soweit. Eure Lieblings-ARK-YouTuber hauen sich bis zum Ende des Jahres so richtig auf die Nase. Oder besser noch, sogar direkt aufs Maul. Denn es wird endlich Zeit für ARK aufs Maul Asa Edition. Beinahe 7 Jahre ist es her, als wir mit 3 Teams am Strand auf der Island gespawnt sind. Vieles hat sich seitdem sicherlich verändert, nur eines ist gleich geblieben. PvP ist und bleibt der beste Spielmodus. Und so kam es, dass wir viele YouTube-Kollegen eingeladen haben, um ein Teil der neuen Staffel ARK aufs Maul zu sein. Wir spielen wieder in Duos und mein Mate Rama und ich müssen uns dabei den Teams bestehend aus Sharks, Munin, Isa, Hamsti, Okami, Kay, Fluffo, Ashkon, JB und Rinko stellen. Jedes Team hat mindestens einen, der aufnimmt, sodass ihr keine einzige Sekunde verpasst. Kurz zum Regelwerk, wir spielen wie immer mit primitiven Waffen, Flak, Maxima Steinstrukturen, nur Plant X und Dinos sind maximal Level 60. Das hier ist unser Spielbereich und jeder der Spieler hat nur 7 Leben. Wenn einer stirbt, kriegt das jeder auf dem Server angezeigt, wer und wodurch er gestorben ist. Und natürlich gilt wie immer, das letzte Team, was überlebt, gewinnt. So, und damit genug gequatscht. Wir gehen rein in die neue Staffel. Lasst mir wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß, let's go. Also ich bin sozusagen eh eine Insel weiter. Ich bin jetzt aber schon über den ersten Fluss drüber. Ja, ich sehe dich. Du bist gerade an 2 Cabos vorbeigerannt. Jo. Bleib mal eventuell da stehen. Kommt zu dir gelaufen. Hier wären halt auch direkt Dodos gewesen, theoretisch. Ja, ja, aber hier ist ein Dilo. Ich wollte halt nach den Cabos ist ein Dilo. Da bist du. Kommen sie her. So. Perfekt. Sogar den Dodo zu Klump gehauen? Nee, nein. Hier ist ein anderer Spieler. Also Ping? Ah. Er läuft hier vorne. Aber ich habe halt nichts, womit ich ihn attacken kann. Weil er könnte mich halt theoretisch boxen, so. Deswegen. Ich will halt in Range kommen zu dir. Ich weiß nicht, ob der noch da vorne ist. Braucht er noch? Oh, was killt bei Piranha? Uff. Sehe ihn nicht mehr. Lass mal auf Bogen gerade scheißen. Lass mal mit Speer einfach losgehen. Hol mal links den Dodo. Ich hol direkt den rechten hier. Gut, dass die Viecher sind halt so low level. Die kannst du am Anfang echt easy umbringen. Mhm. Kannst du auch was anderes als sagen? ich muss kurz ein bisschen. Ich hab's hier, ne? Mach das nicht so oft wie du. Ich bin voll der Noob. Du wolltest tragen. Du trägst also. Naja. Ich craft mir gerade schon mal Bolas. Immer so 5 HP-Punkte skillen, ne? Und dann, dass die schon mal reggen und dann wieder ein bisschen Weight. Ich glaube mal ein Fortitude mindestens skillen oder so. 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 Ich habe theoretisch 7 Bolas. Wir müssen die Note kriegen. Wir müssen Bow kriegen. Keiner sonst gestorben außer Fluffo. Crazy. So, jetzt fehlt Flint. Kann man nicht abbauen. Perfekt. Wie weit bist du von der Note entfernt? Sonst ping einfach mal auf den Boden. Okay, du bist 160 Meter hinter mir. Mach mal ein paar Meter. Mhm. Hab grad mir nur aufgeholt Bogen und so. Hatte keinen. Durch das Steinsuchen am Anfang war hier ein bisschen behind. Ich bin an der Node. An der, also ich bin an der. Ja, ja, ich bin neben dir. Okay. So, bei mir reicht's für eine Full Height Armor. Ready? Mhm. Okay, dann los gehen. Weiter geht's zur nächsten Node. Über Stock und Stein. Baum umgefallen. Da ist ein Spieler, glaube ich. Spieler, ja. Steht am nächsten Baum oben. Da. Kannst du pingen? Ein Stück rechts davon. Rechts an dem nächsten Baum. Jetzt fällt wieder um. Ja, warte. Bist du was craftet vielleicht? Bin blind, ich sehe ihn nicht. Kannst du ihn noch sehen? Wart nicht. Liegt hier, mir neben mir. Bro, nein!
Ist das Fluffo? Ja, lass ihn mal, lass ihn mal, lass ihn. Wir lassen dich, alles cool. Das mit den Dings war so scheiße, ey. Ach, schade. Hätte jeden gerne umgebracht, außer als jetzt Fluffo, der gerade alleine ist. Ich meine, auf jedes Geräusch hier viel mehr achtet, finde ich. Das ist immer so krass. Wieso ist mir denn kalt, Alter? Ich habe Hide Armor an. Wie kalt ist das denn? Minus 1 Grad. Justin was killed by Sabertooth. Level 40, Leute, steht da sogar daneben. Welches Level die Viecher sind, ist ja geil. Uso hat wieder gezaubert, hä? Ja, Uso hat wieder gezaubert. Okay, ich dürfte jetzt gleich so Richtung Level 50 sein. Level mal deine Punkte, dass du schon mal HP regenerierst. Harter Start direkt mit Nacht. Oh, jetzt ist aber gerade nicht mehr kalt bei mir. Jetzt sind es 4 Grad. Jo. Sehr nice. Kann man ein bisschen reggen. Man kann Fallschaden kriegen. Ich will die ganze Zeit Autolauf drücken wie ein PUBG. Oh, Moonin was killed by Raptor. Trodon siehst. Einfach jumpen. Nicht Bola versuchen, nicht hauen versuchen. Einfach nächste Klippe und go. Und Stimbeeren auf der Hotbar haben, ne? Ich weiß noch, Arkos mal 1. Ich glaube, Kay ist irgendwie 6-mal gegen Trodons gestorben oder so. Danach wollte er, dass die Viecher ausgestellt werden. Irgendwas killt bei Raptor. Gleicher Raptor. Ich glaube, es ist doch cooler mit Perish, wenn ich mir die Strecke so angucke. Also lass da hier rüber springen. Ja, ja, lass hier rüber. Metal, ne? Ja, ja. Lass doch direkt Metal mitnehmen. Kann halt sein, dass hier schon einer baut gleich, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der uns nicht irgendwie von hinten abfarmt. Ich wäre fine to go. Mach noch eine Foundy jetzt hier. Und dann passt das. Spyglass mach ich mir auch schon. So, sieh zu, dass du unter Hälfte Weight bist. Und dass du ein Parachute mehr hast vielleicht noch. Quasi mehr oder weniger auf den Obi-Aim, so ganz leicht rechts davon, okay? Ich mach mal einen Sprung und du machst mal hinterher, ne? Mhm. Spring hier rechtzeitig ab. Und geh hier zwischen den zwei Bäumen oder so durch. Sieh zu, dass du sonst keinen hittest. Sollten eigentlich hoch genug sein für Baumkronen. Aber ich kann ja auch gleich pingen, wo du hin musst, dann. Oh, dahin. 400 Meter. Dann sollten wir zubauen und nach vorne hin gleich Wooden Spikes spammen. Dass dann nicht mal eben einer hochkraxelt jetzt, ohne Gravel und ohne alles. Oh, mir fehlen 3 Wände nach vorne hin. Einpfeifen. Mach mal nicht. Ja, ich muss die dann nochmal. Pack mal dein Metal schon mal mit ein bisschen Holz da rein. Ich sorg mal für einen Insight-Kick gleich. Oh mein Gott. Hä? Ach, ich hab die falschen Decken gecraftet, glaube ich. Was hast du gecraftet? Kleine Decken? Ja. Ja, packen wir gleich in die Werkbank, können wir behalten. Brauchen wir nachher noch für die 3x, also hier Triangle-Umschachtelung oder so. Ich weiß nicht, ob wir bei 3x3 sowieso ein bisschen zu groß planen, aber was soll's. Oh, wir haben fließend Wasser. Ein Bett geplaced. Good call. Und ein Wurst Clipper Raptor, Level 58. Nicht so sicher fühlen, nur weil hier vorne Spikes sind, ne? Theoretisch kann da auf Dauer jemand hochgribbeln jederzeit. Ja gut, also innerhalb der ersten halben Stunde. Wahrscheinlich nicht. Ja, das haben wahrscheinlich also der nächsten Stunde glaube ich nicht, dass jemand das CP aufbringt. Wahrscheinlich nicht, nee. Der wäre Guanodons Level 5 leider nur. Okay, ich baue uns mal eine Smithy. Hast gesehen, ich habe hinten noch eine Notfalltür gebaut, ne? Wenn vorne mal irgendwie Sprengung ist, nach hinten raus. Ja. Ich bin jetzt 65 immerhin. Bei mir so eine als Kiste, also ein bisschen Schrank bauen als Storage oder soll ich so eine Station bauen? Kostet halt 5 Metal, aber ja, ist wesentlich angenehmer da drin. Also das für rein Storage, ja, ja, macht das auf jeden Fall.
Mein Gott, ich muss dieses scheiß Ding U umbein. Wieso drückst du dann auf U? Achso, weil du I drückst oder was? Ja, ja. Na gut, ich hab meinen Inf halt auf Mausrad reindrücken und mein Ping halt auf P. Weil ich halt lieber schnell das Inf aufkriege, statt schnell zu pingen. So, gut. Ja, jetzt ist die Frage halt. Lauftem-wise müsste man wahrscheinlich mindestens einen Berg weiterspringen, dass man da sich was sucht. Na, genug Leben und Flackern haben, sollten wir halt auch nicht so gigantische Probleme haben. Kannst sogar überlegen, ob du dir vielleicht sogar noch eine Pike machst oder sowas. Falls dich mal ein Capro grabt oder so, den wirst du halt nicht erschießen können. Oh, ich leg mal meine Hide-Rüstung da rein. So Metal Pike können wir gleich noch überlegen, weil Speere, weißt ja, was passiert. Die brechen dann, wenn du sie brauchst. Crossbow, Narkomittel, genug Bolas dabei haben. Narkomittel bräuchten wir jetzt gleich noch ein bisschen Fleisch. Nehmen wir mal hier gerade. Da haben wir hier gerade einen Stack, der vielleicht angefangen ist. Nicht so wirklich. Ich meine, Metal holen ist immer sinnvoll. Das geht immer. Aber ich hatte sonst überlegt, ob man einfach auch schon mal Cropplots auf den Boden legt. Einfach schon mal ein paar irgendwo hinplacen. Ja, und da ist der Trodan. Und ich laufe wieder zurück. Und er macht mir weiter hinterher. Hab schon Stims gefressen. Ah. Hab ihn. Nice Bowler. Knall ihn ab. Achte auf den Jump. Missed Vieh. Doch eher nicht löwisch, oder? Also ich kann sagen. An den Spikes. Werden wir gleich rausfinden. Ne, sieht gut aus. Ja, dann war es ein Blatt, was ich gesehen habe. Ne, hier unten sind noch mehr. Ach, come on. Ich muss nach hinten rauslaufen. Bullard. Ich denke, das regnet gerade eh. Ich hab's zu spät gesehen, dass er mich getroffen hat. Ich glaube, der hat dich gehittet. 38. Ja, ne, ist gefährlich. Ich hab halt auch mal 2, 3 Fortitude mehr als du. Hast du mehr als 14? Ja, ich hab jetzt 14 aktuell, weil mir vorhin noch zu kalt war. Okay. So, kommt hier noch einer. Oder war's das dann jetzt? Sieht erstmal nicht schlecht aus. Kann ich jetzt Steinfarm gehen? Also wenn wir früh Plant anpflanzen, wär sehr strong. So, jetzt habe ich noch 3 Stück. Machen wir mal eine. Vorne hin. Eine nach ganz nach hinten. Und eine vielleicht noch vorne am Ground. So. Damit hätten wir die auch schon mal ein bisschen verteilt hier. Perfekt. Ich habe natürlich vergessen, das Fleisch zu splitten. Wer hätte es gedacht? Hast du noch einen neuen Stack? Nein, ich habe nichts getötet seitdem. Perfekt. Ich bin am überlegen, ob wir nachher unsere Base noch eine Etage hochbauen, aber dafür nur auf 2x2 leben oder so. Und teilweise auch in der oberen Etage, dass wenn unten sich einer reinsprengt, er nicht direkt an die oberen Ressourcen kommt, sondern er muss halt uns quasi den Boden unter den Füßen wegsprengen. Und das ein bisschen mehr zu verschachteln. Wir können am Anfang ein bisschen großzügiger bauen, aber es würde ich nachher alles so ein bisschen umplacen, dass es ein bisschen verschachtelter ist, ne? Ja. Dass du hier schon 15 Grannis brauchst oder so, um hier reinzukommen. Barry Level 28 wäre da hinten. Da brauchen wir dann aber schon eigentlich einen Netgun für. Ja, brauchen wir für die Woche Opsi? Immer noch? Für die Harpune selber brauchen wir halt. Ja. Wo ist denn Opsi? Das ist actually eine gute Frage. Haben wir überhaupt Opsi im Spielbereich? Dann lass mal gucken, ob wir so eine blöde Ente finden, ne? Wegen Harpune. Mhm. Aber ohne. Ohne Tame und so, glaube ich, kommst du da jetzt
meine, die spawnen so zwischen uns. Ja, wenn du einfach irgendwo einer siehst, kurz schreien, dann nehmen wir sie mit und gut ist. Ja. So, Dingens hier crafted. Könnte man halt jetzt mal gerade sagen, wir machen nur einen Ausflug und wir nehmen uns beide eine Metal Pike mit und hoffen, dass uns da nichts ist. Ich meine, die Viecher sind nur Level 60. Aber das Schlimmste, was passiert, ist, dass sich ein Capro von A nach B schiebt. Den bringst du dann halt eben mit 3 Schlägen um. Weil ja. Plans zu haben, wäre schon geil. Und dann haben wir Pike eventuell ausgestellt. Ne, ist drin. So, ich mache uns mal 2 Pikes. Ah, ich hab dir. Ich hab dir mal 2 Wassergetränkgefäße im Dings gemacht. Ja, nehme ich später mit. Jetzt gehen wir in den Sumpf, da ist nicht so schlimm. Nehm lieber ein bisschen Fleisch mit. Bist du fertig? Hm? Okay, dann lass uns hier erstmal über den Sumpf hüpfen und am Sumpf. An der Sumpfkante hier hinten entlang gehen. Bist du, wie gesagt, hier diese Insel. Darfst du es hier auf die Klippe noch drauf? Ja. Okay. Dann bleiben wir hier oben. Da vorne wäre direkt ein Fiomia. Box das mal. Ah, es rennt natürlich in den Sumpf. Capro hat dich. Ja. Wie gesagt, die sind schnell tot. Ah, da rennt's raus, warte. Noch ein Stück laufen. Geile Bruder. Ja. Verarscht uns. Capo ist immer noch hier. Das ist halt wirklich, wenn man jetzt einfach absticht, dann geht das halt voll klar. Oh, hast du gelenkt? Ja, perfekt. Lassen wir hier liegen und holen es auf dem Rückweg oder so. Das soll schon mal tame. Was ist der Frosch hier? 6. Dislike. Okay. Ich nehme mal ein bisschen Prime Meat hier gerade mit. Hier ist ein Capro neben mir oder ein Sarko oder irgendwas. Machen wir ein paar Meter noch. Ah, Capro, gehen wir nicht auf die Klöten. Ah, es schießt natürlich 400 Kilometer weg mit mir. Stirb, du Mistvieh. Ich habe kein Stamina mehr. Aber jetzt bin ich komplett weg von den Plants. Sekunde, ich komme wieder. Gucke jetzt mal hier drüben am Rand. Es gibt halt immer nur so einzelne Pflanzen. Das ist halt super zum Kotzen. Aber die Koordinaten scheinen nicht 1:1 zu stimmen, weil das ist nicht mehr im Sumpf, was er da markiert. Aber es ist halt auch gigahart in ihn, sonst müssen wir halt nochmal ein anderes Video gucken. Guck mal gerade, hier ist noch ein Frosch vor mir. Frosch Level 60! Er kommt zu mir und stellt sich vor mir hin und sagt, hier bitte tame. Boah, das klingt doch noch gut. Herr Frosch, können wir dann mal Knockout gehen, bitte? Geht doch. Das ist Pock. Oh, Primate habe ich auch im Inf. Einzige Problem ist, für einen Belzebuvo-Sattel brauche ich Paste. 5 Paste brauche ich. Also ich muss den gleich irgendwie auf eine Fliege whistlen. Hier ist sogar direkt eine Note neben dem Frosch, Alter. Wie perfekt kann denn ein Tame liegen? Jetzt noch eine Fliege kommen würde. Oh, Leute, und hier ist eine Plant. Wie blind kann ich denn sein? Ja, ich habe 4 Samen mittlerweile. Okay, nice. Ich stehe hier theoretisch in einer drin, aber ich kann die halt mal wieder nicht richtig abbauen. Ich stehe in der Pflanze drin, ich kann sie nicht abbauen. Ist komplett scuffed. So. Jetzt brauche ich eine Fliege. Hier ist eine Fliege. Frosch, kommen Sie mal her. Wir boxen jetzt diese Fliege. Dann box die Fliege mich. Dann boxst du die Fliege. So, Frosch, jetzt go. Dein Einsatz. Perfekt, Frosch. Du hast es. Frosch und ich, wir sind's. Hab's. 61. Perfekt. Also war's der Stein? Ja, nee.
Also ich habe den Stein abgebaut, danach ging es immer noch näher und dann habe ich mich in dem ganz komischen Winkel, dass ich rausgucke, in ihr drin stehe und die Pflanze, also so halb in ihr drin stehe und dann aber mit K ein bisschen so halb nach hinten. Jetzt habe ich 120 mit zweimal greifen. Perfekt. Theoretisch. Oh. Also sollte fein sein. Willst du dir einen Fiomia-Sattel craften und mit dem Fiomia nach Hause holen? Kostet der? Oh, ich habe gerade 6 Öl gekriegt, weil ich einen Litchi-Bums hier gegessen habe. Hide, Fiber, Wood. Hast du Hide irgendwie im Frosch? Ja, ja, hier kannst Hälfte von mir. Also kannst alles nehmen, was da drin ist. So. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Du kümmerst dich schon mal um Kackeproduktion. Ich mach Water Tap Intake, den ganzen Scheiß. Sorgt, dass also dass es hier auch dauerhaft gewässert ist. Bin gerade überlegen, ob wir einfach nur die Dinger flach auf eine Ceiling bauen oder ob wir so sogar so eine Art Tower bauen mit so Slopped Roofs. Dann quasi ein Tower in die Mitte, 4 Pflanzen drauf. Also ein One-by-One-Tower. Und 4 Pflanzen quasi in jede Himmelsrichtung. Eine.